Hallo zusammen, Ayumiki, und heute sehen wir uns zusammen den Dunkelritter an. Dunkelritter, einer der vier Tanks, und er hat hier besondere Anzeigen an der Seite. Als allererstes sehen wir einmal diesen Kristall, der jetzt noch blass ist. Das heißt, wenn das so aussieht, dann habt ihr eure Tankhaltung nicht an. Das heißt, hier Zähigkeit ist eure Tankhaltung. Wenn ich jetzt drauf drücke, seht ihr, fängt das an zu leuchten. Das heißt, ich bin jetzt erzeuge mehr Aggro. Daneben haben wir dann hier diesen Balken, der nennt sich der Blutbalken. Der füllt sich auf mit manchen Fähigkeiten. Geht bis zu 100, wie fast jeder Balken. Dann haben wir unten den Kopf. Dieser Kopf zeigt uns einen Timer an. Wenn der leuchtet, ist der Timer aktiv. Und dann steht hier auch oben eine Zeit. Sie geht bis zu 6 Sekunden. Und diese Fähigkeit nennt sich finstere Seite. Solange ihr finstere Seite aktiv habt, ist euer Damage um 10% erhöht, den ihr macht. Wollt ihr natürlich so lange wie möglich aktiv halten. Und hier unten haben wir noch eine Fähigkeit, ein Zeichen, das hat mit schwärzeste Nacht zu tun. Der erkläre ich gleich, was das macht. Allererstes gucken wir uns dann jetzt erstmal zusammen die Einzelfähigkeiten an. So, da haben wir einmal die Combo vom Dunkelritter. Das ist einmal der harte Schlitzer. Damit fängt man dann an. Dann kommt als nächstes Osmose. Osmose macht Schaden und regeneriert ein bisschen unseres Manas. Wir sind sehr Mana-hungrig, das heißt, wir müssen immer mal zwischendurch unser Mana auffüllen. Zu guter Letzt haben wir noch den Seelenfresser. Seelenfresser heilt unsere Leben und füllt den Blutbalken 20 auf. So, dann haben wir als nächstes hier Zerfall. Das ist unsere Fähigkeit aus der Range. Und wie ihr seht, steht auch noch eine Zusatzbedingung, dass die den Reaktivierungstimer von Hiebsprung um 5 Sekunden verkürzt. Hiebsprung ist der Move, mit dem wir im Boss an Gegner drankommen. Aber auch besonders, was ihr seht, im Gegensatz zu manch anderen Tanks steht hier Zauber. Das heißt, unsere einzige Range-Attacke ist ein Zauber, den wir machen. Dann haben wir Zweischnitt. Zweischnitt macht Schaden und regeneriert ein bisschen unserer MP. Hat auch noch einen gemeinsamen Reaktivierungstimer mit abyssale Blutung. Dann haben wir Schattenklinge. Das ist das, womit ihr dunkle Seite aktivieren könnt. Ihr macht diesen Schlag eigentlich so schnell wie möglich am Anfang und dann habt ihr dunkle Seite schon 3 Sekunden aktiv. Das ist aber erst später Schattenklinge, vorher heißt es finstere. Dann haben wir Fähigkeiten, die den Blutbalken verbrauchen. Das ist dann einmal Blutvergießen. Wenn wir das machen, wird unser Blutbalken 50 davon weggenommen und wir führen einfach einen Angriff aus, der 500 Attackenwert hat. Aber wir haben auch noch eine andere Möglichkeit, den Blutbalken zu verbrauchen. Das ist der Schattenschirm. Das ist auch eine sehr starke Fähigkeit. Ihr seht auch 120 Sekunden. Das ist eigentlich das Stärkste, was wir haben. Wenn wir das machen, rufen wir einen Doppelgänger, der dann Angriffe macht. So, gucken wir uns als nächstes die Massenschadensfähigkeiten an. Da haben wir einmal die Entfesselung. Und die Kombo geht darüber in die Seelenstärke. Entfesselung macht einfach nur Damage und Seelenstärke füllt auch noch unser Mana auf und im Blutbalken um 20. Und wie ihr seht, steht da, das sind beides Zauber. Das heißt, unsere AOE sind Zauberfähigkeiten. Auch speziell. Andere Tanks haben wenigstens noch Waffenfähigkeiten AOE. Er hat nur diese. Dann haben wir die Fähigkeit Salzige Erde. Wenn wir es benutzen, das Talent, dann legen wir so eine Fläche auf den Boden und alle Mobs hier drin stehen kriegen Damage. Wenn man die aktiviert hat, wird diese Fähigkeit nochmal ersetzt durch eine andere, und zwar Salz und Schwärze. Dann leuchtet das hier auf, dann könnt ihr es nochmal benutzen. Und dann macht das an jedem Gegner, der drin steht, nochmal 500 Schaden. Da haben wir abyssale Blutung. Sehr wichtiger Move, den sollte man nicht zu schnell raushauen, weil das ist unsere eine Möglichkeit, um länger am Leben zu bleiben. Was das macht, ist ein Talent. Wenn wir das benutzen, werden alle Gegner in der Nähe von dem Gegner, den wir angreifen, Schaden zugefügt. Wir heilen uns und wir füllen auch noch unsere MP auf. Dann haben wir Schattenflut, das ist bei AOE unsere Möglichkeit, in die dunkle Seite zu kommen. Dann machen wir so einen Schuss in gerader Linie vor uns. Und das ist erst später Schattenflut, anfangs nennt sich das finstere Flut. So, und dann haben wir die 90er-Fähigkeit, die hierzugekommen ist, Schattenbringer. Diese Fähigkeit macht in gerader Linie vor uns 600 Schaden und bei jedem weiteren Gegner 5% weniger. Hat 2 Aufladungen, hat auch wenig Cooldown, wie man sieht, 6 Sekunden ist nicht sehr viel. Aber die Bedingung ist, sie dürfen das nur benutzen, wenn unsere dunkle Seite aktiv sein. So, dann haben wir auch noch eine AOE-Fähigkeit, die Blutbalken verbraucht, und das ist das Quietus. Das benutzen 50 Blutbalken kostet das, und dann machen wir rund um uns einen Schlag, der 200 Schaden an allen Gegnern verursacht.
So, dann gucken wir uns erstmal das Wichtigste an, was ein Tank ausmacht, die Möglichkeit am Leben zu bleiben. Unsere Fähigkeiten, die uns dabei helfen, sind einmal hier Schattenwand, das ist unsere stärkste Damage Reduction, wir haben, die verringert jeglichen Schaden, den wir kriegen, um 30%. Ja, das heißt, wenn gemischter Schaden ist, das richtig gut. Dunkler Geist verringert unseren magisch erlittenen Schaden um 20%. Das heißt, wenn ihr seht, dass das fast nur Caster sind, ist das hier richtig gut, weil ihr kriegt weniger Schaden durch die Zauber. Dann haben wir Totenerweckung. Das ist unsere Fähigkeit wie von anderen Tanks, dass wir den Tod überleben. Funktioniert aber ein bisschen anders als bei anderen Tanks, weil wir sterben eigentlich zuerst und dann werden wir sofort wiederbelebt. Ja, steht da, wenn wir K.O. gehen würden, kommt der Status Erwecken. Während Erwecken kann kaum eine Attacke deine LP unter 0 sinken lassen. Kaum eine Attacke, meine ich, 100% mit solche Angriffe, die einen töten sollen, wie bei manchen Waits oder so, die werden einen trotzdem töten. Aber alles andere, so normale Angriffe, wenn wir Mobs auf einen hauen, ihr könnt dann nicht sterben. Und wir regenerieren bei erfolgreichen Treffern von Waffen oder Zaubern unsere HP um 1500. Das ist ein krankes High-Potenzial, das wir kriegen, während wir in dem Modus sind. So, dann, wenn die Timer abläuft und wir nicht während der Wirkungsdauer 100% unser maximalen Leben wieder gefüllt haben, das heißt nicht, ihr müsst voll sein, das heißt, ihr müsst so viel mal regeneriert haben während der Zeit. So, dann haben wir noch unsere schwärzeste Nacht. Wenn wir das aktivieren, hat nur 15 Sekunden, kostet aber 3000 Mana. Das heißt, ihr müsst echt aufpassen mit eurem Mana. Was das macht, wir kriegen eine Barriere auf uns, die 25% unserer maximalen Leben aufnimmt. Aber das können wir auch auf andere Mitspieler machen. Und wenn diese Barriere komplett aufgebraucht wird, kriegen wir dunkle Kunst. Und dunkle Kunst gewährt uns, dass unser nächster Angriff von Schattenklinge oder Schattenflut keinen Mana verbraucht. Und dann haben wir noch eine für eine ganze Gruppe, das ist Dunkler Bote. Wenn wir das aktivieren, wird der gesamten Gruppe der magische erlittene Schaden um 10% reduziert. Und als allerletztes haben wir noch Opfergabe. Wenn wir das machen, hat zwei Aufladungen, 10 Sekunden hält es und können wir dann erhalten wir 10% weniger Schaden. Dann haben wir noch unsere hilfreichen Fähigkeiten. Da haben wir einmal Blutwaffe. Wenn wir das benutzen, haben wir 5 Stapel Blutwaffe und jegliche Waffenfähigkeit oder Zauber, die wir nutzen, regenerieren MP von uns. Und was das auch noch macht, während wir jeder Move uns Mana gibt, kriegen wir auch immer 10 Blutbalken. Dann haben wir den Hiebsprung. Ja, mit denen springen wir an den Gegner ran und machen 150 Schaden, hat 2 Aufladungen. Dann haben wir noch Blutdelirium. Wenn wir das benutzen, haben wir 3 Stapel und 15 Sekunden hält es. Und Blutdelirium bringt uns, dass jegliches Quitius oder Blutvergießen ohne Blutbalkenkosten gewirkt werden können und zusätzlich auch noch MP regenerieren. Ja, wir haben viele Fähigkeiten, die uns helfen, unsere Mana wieder zu füllen, weil wir so Mana-hungrig sind. So. Und dann haben wir natürlich jetzt als letztes noch, weil wir Tank sind, unsere Rollenfähigkeiten. Und die Rollenfähigkeiten, eine der wichtigsten schon am Anfang, Schutzwall. Unser Schaden, den wir erleiden, wird um 20% reduziert. Tiefschlag, wir sind in der Lage, einen Gegner zu betäuben. Als nächstes Herausforderung, ne, damit sind wir in der Lage, einen Gegner zu spotten. Zwischenruf, damit sind wir in der Lage, einen Boss vom Casten abzuhalten, also einen Cast zu unterbrechen. Reflexion, auch gut. Alle Gegner in unserer Nähe machen 10% weniger Schaden. Und auch wieder Abtausch. Wir werden von Ranzi- und Wegstoßeffekten sind wir erstmal 6 Sekunden immun. Und Zusatzeffekt, wenn uns ein Gegner haut, kriegt er jetzt Gemach 15 Sekunden. Und geteiltes Leid. Geteiltes Leid ist eigentlich nur für Waits oder so, da wo noch ein zweiter Tank ist, weil dann seid ihr in der Lage, dem anderen Tank 25% eurer Feindseligkeit zu geben. Das waren dann schon mal die ganzen Fähigkeiten. Und dann gehen wir als nächstes mal, wie man den dann spielen kann. Also wenn wir einzeln einen Boss da haben und einzeln Damage machen wollen, dann können wir natürlich Feindseligkeit, weil das Zerfall cast, weil es ja viel Feindseligkeit gibt, ne? Dann können wir direkt anspringen. Dann machen wir direkt mal die finstere Schattenklinge. Ne? Da jetzt sehen wir finstere Seite aktiv. Wir können dann auch das benutzen und immer noch eine Schattenklinge dazwischen hauen, damit wir Mana regenerieren und das nicht nutzen, verbrauchen. Wir können dann den Heldenschirm rufen.
Bei Klingenschnitt immer gucken, dass wir dann Mana verbrauchen. Na, wir können auch mal wir können auch mal Schattenbringer machen zwischendurch, hab vergessen. Wir wollen ja auch den Cooldown nutzen, ne? Das soll ja auf Cooldown, sonst ist der nicht gut genutzt. Blut vergießen, wenn wir zu viel Blutbalken haben. So, ne? Und immer wenn der Tankbuster oder so kommt bei dem Boss, dann wollt ihr schwärzeste Nacht benutzen, weil ihr wollt, dass dieses Schild kaputt gehauen wird, damit eure nächste Schattenklinge oder eure finstere Flut kostenlos wird. So, das ist eigentlich schon ganz Trick. Wie gesagt, wenn ihr Mana für Probleme habt, macht ihr noch Blutdelirium und füllt damit auch euer Mana auf. Dann haben wir als nächstes, wie man AOE machen würde. Als AOE mache ich immer keinen Zerfall zuerst, weil du kriegst nur von einem Mob und dann musst du auf den Cooldown warten. Ich springe eigentlich immer direkt an die Gegner dran und mache dann meinen AOE-Effekt, damit ich die direkt habe. Das heißt Entfesselung. Dann machen wir als nächstes das, dann machen wir finstere Flut, um unsere dunkle Seite aufrechtzuerhalten. Können wir Schattenbringer machen, ne? Wollen wir einen Cooldown nutzen. Die Fläche, können Angriff machen, dann können wir die Fläche ausnutzen, weil es ein Talent ist. Also könnt ihr effizient Damage machen. Und wenn ihr seht, dass ihr wenig Leben habt und wenig Mana, müsst natürlich nicht darauf warten, dass ihr wenig Mana habt. Wenn ihr wenig Leben habt, müsst ihr es am besten benutzen. Dann macht ihr abyssale Blutung und ihr seht, wir heilen für jeden Gegner, den wir treffen, unsere Leben und unser Mana. Naja, und so macht ihr dann die Einzelschaden. Wenn ihr dann auch Mana braucht noch für was anderes, macht ihr Blutdelirium und so weiter. Naja, wie gesagt, ihr dürft auch Schattenschäben bei AOE machen, das ist echt gut. Ja, das ist eigentlich alles, ne? Tank hat nicht immer eine krasse Rote. Das ist ja wichtiger, am Leben zu bleiben. Gucken wir als nächstes uns mal wie es in einem Dungeon aussehen würde. So, dann geht's mit dem Dungeon los. Dieser Planet wurde von einer Krankheit befallen. Na, jetzt würde ich schon mal einfach sprinten, um schnell bei den Gegnern zu sein. Als meine DDs, weil die DDs sind gern mal welche, die pullen. Dann mache ich hier Entfesselung direkt, laufe ich zum nächsten, springe ich hin. Dann den anderen AOE. Jetzt das aktivieren. Schattenbringer. Ihr seht, jetzt wurde mein Schild kaputt gemacht. Durch den Schämen. Heile ich mich mit abyssaler Blutung. Schild wieder aktiv, wenn das auf. Wenn man es benutzen kann. Immer auf Cooldown halten, dieses Schild. Schattenbringer. Also könnt ihr dann AOE machen. AOE pullen. Ihr müsst aber echt aufpassen mit diesem Tank. Ihr habt nicht wie andere Tanks so viel Möglichkeiten am Leben zu bleiben. Tiger oder so bleiben da eindeutig länger am Leben als der Dunkle. Deswegen sag ich, der ist schon der schwerste mitzuspielen. Die einzige Möglichkeit, wo er lange am Leben bleibt, ist Totenerweckung. Das ist auch der Move, wo ihr mit nicht sterbt. Was andere Tanks einfach so haben. Vielleicht drehe ich mich einmal um, mache finstere Flut rein nach dem AOE, damit Agro hab. Längere Zeit. Dreh ich rein und mache wieder Seelenstärke. Mache ich direkt das schwärzeste Nacht. Ist aktiviert worden, wie ihr seht. So, Schattenbringer. Ein bisschen abyssale Blutung. Ihr seht, das ist eure Möglichkeit, am Leben zu bleiben. Damage Reduction. Schwärzeste Nacht. Wir können auch Blutopfer machen, damit wir auch nochmal 10% weniger Schaden kriegen. Sind jetzt 30 im Moment. Jetzt wieder schwärzeste Nacht machen. Immer auf Cooldown halten. Aber vorher natürlich auch euren Angriff verbrauchen, den Free. Ist natürlich jetzt immer noch stockend bei mir, weil ich habe ihn noch nie so häufig gespielt. Ich habe noch schon rausbekommen, wie man ihn spielt, aber wie gesagt, das ist der schwerste Tank, finde ich, weil man nicht so viel hat, um gut am Leben zu bleiben wie andere.
So, dann greife ich ihn damit an, springe ihn an und sag ihm das Schattenschämen. Mach den salzige Erde, löse ich aus. Schattenbringer. Und das ist eigentlich schon alles, wie gesagt. Immer nur darauf aufpassen, wenn der Schaden kriegt. Wenn der Tankbuster kommt, am besten direkt. Ich mache jetzt mal letzte Nacht. Manchmal schafft der Boss auch so, aber jetzt war es zu spät eigentlich, weil er jetzt in die Phase geht. Dem einstellen. Ah, haben sie rein. Muss gleich der Tankbuster kommen. Mal wieder Mana verbrauchen. Und wieder Blutbalken verbrauchen. Immer darauf achten. Schattenbringer mal benutzen. Wir haben wieder voll Stack. Na, das müsste man halt üben. Dann kommt das schon rein. So, jetzt kommt der Tankbuster. Jetzt benutze ich Werkste Nacht. Und am besten noch Opfer, damit ich 10% Wehe kriege. Und jetzt den Friedrich benutzen. Und Blutbalken wieder verbrauchen. Blutwaffe, um wieder mehr Mana zu regenerieren und Blutbalken zu füllen. Und wir haben ihn. Die letzte Seele schließlich. So, jetzt werde ich gleich mal bei den Gruppenpull den Schattenschirm rufen. Da sieht man eigentlich, wie schnell die Gegner sterben. Immer drehe ich dann immer noch um und mache noch eine Schattenflut rein, dann erhält man die Aggro auf jeden Fall mehr. Schwärzeste Nacht, Damage Reduction, den Schattenschirm rufen, Schattenbringer, abyssale Blutung und das am Leben bleiben. Jetzt ist es passiert, jetzt werde ich richtig viel geheilt. Weil mein Heiler halt noch nicht da war, musste ich das jetzt benutzen. Und Schwärzeste Nacht immer schon aktivieren. Nochmal Damage Reduction. Da sieht man das halt. Man hat keine Möglichkeit, wenn abyssale Blutung weg ist, hat man keine Möglichkeit, sich zu heilen. Das Einzige, was man hat, ist dieses Wiederaufstehen. Das hat 300 Sekunden Cooldown. Also das ist nichts, was man immer wieder benutzen kann, wenn euer Heiler nicht mitspielt. Deswegen sage ich, einer der schwersten Decks. So. Vielleicht habe ich wieder meine Damage Reduction. So, direkt aktivieren. Hier Schattenbringer rein. Salzige Erde aktivieren. Inzest danach. Abyssale Blutung. Ja. Sehr konzentriert muss man dabei auf jeden Fall sein.
Ja. Das war es dann eigentlich, wie funktioniert. Müsst ihr halt üben. Zwischendurch werdet ihr mal sterben. Kein Problem, ist mir auch passiert. Dann gucken wir uns als nächstes mal die Materie an, die man bei ihm benutzen kann. Bis dann. Dann schauen wir uns mal Materie an, die man benutzen kann. Wie natürlich bei meisten. Die meisten stecken immer Crit als allererst rein, weil Crit der beste Wert ist, kann jeder gut verwerten. Ist im Moment viel zu strong im Spiel. Ich finde, sie sollten da mal ein bisschen was machen. Sonst wird jeder mal Crit benutzen. Als zweites sagen die meisten Leute, direkt der Treffer wäre am besten, weil du kannst natürlich mehr Damage machen. Aber eigentlich sind wir ja kein Damage-Dealer, sondern wir sind ein Tank. Und wichtiger finde ich, am Leben zu bleiben. Deswegen bin ich mehr der Vertreter von mehr Entschlossenheit bei dem zu benutzen, weil Entschlossenheit erhöht unseren Schaden generell. Und wir können damit auch mehr Leben regenerieren. Das heißt, unsere Move, die abyssale Blutung, die uns am Leben hält, wird uns noch besser wieder hochheilen, weil wir kriegen mehr Heilung. Oder auch, wenn wir zum Beispiel sterben und diese 1500 Heilpotenzial kriegen, das wird ja auch noch gebufft von Entschlossenheit. Das heißt, ist besser, damit kann man länger am Leben bleiben. Was ich nicht empfehlen würde, überhaupt reinzugehen bei ihm, weil das sehr komisch hier mit ihm ist, ist Schnelligkeit, weil wir haben, durch Schnelligkeit werden nur Waffenfähigkeiten der Reaktivierungszahl mal erhöht. Das Problem ist, wir haben nicht viele Waffenfähigkeiten. Unsere einzige Waffenfähigkeit sind die Dreier-Kombo und diese Schläge. Der Rest ist keine Waffenfähigkeit. Wir haben Talente und unser AOE ist ein Zauber. Das heißt, der Cooldown, ihr seht, ich habe ein bisschen Schnelligkeit. Das ist ja auch in den Klamotten ein bisschen drin. Die Reaktivierungszeit von der Kombo ist 2,45, aber AOE hat sich nichts geändert, weil das als Zauber gilt. Das heißt, wenn ihr die schneller machen wolltet, dass das schneller funktioniert, müsstet ihr auf Zaubertempo gehen. Tatsächlich, weil es als Zauber gilt. Das ist so weird an ihm, deswegen bringt Schnelligkeit nicht viel. Deswegen ist es besser, in einen dieser drei reinzugehen. Da könnt ihr sogar noch eher unbeugsam reinzuklatschen als Schnelligkeit, weil es mehr bringt. Fühlt, weil ihr weniger Schaden kriegt und mehr heilt und mehr Schaden mit allen Fähigkeiten macht. Von daher Schnelligkeit würde ich gar nicht empfehlen reinzugehen. Zaubertempo ist ja auch komisch, weil ihr seid ja kein Caster, ihr habt zwar Zauber, aber ich würde sagen Crit. Und dann könnt ihr euch entscheiden, ob ihr mehr Damage machen wollt, dann könnt ihr mehr in direkte Treffer gehen. Aber wenn ihr natürlich ein bisschen länger überleben wollt, würde ich euch empfehlen, mehr in Entschlossenheit reinzugehen, weil ihr euch dann mit euren Zaubern, die euch heilen könnt, mehr heilt. Ja. Das war's dann mit dem Dunkelritter-Guide. Ich hoffe, er hilft euch, hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr mir vielleicht Like da lassen würdet und einen Kommentar schreiben. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Vielleicht sieht man sich ja mal. Bis dann und ciao, ciao.